Licht besteht aus schwingenden elektrischen und magnetischen Feldern, die sich senkrecht zueinander fortpflanzen. Die Kombination aus elektrischen und magnetischen Feldern ergibt elektromagnetische Wellen. Diese Wellen entsprechen dem, was wir unter Lichtstrahlen verstehen. Der Abstand zwischen gegenüberliegenden Wellenkämmen wird als Wellenlänge bezeichnet. Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit. Sichtbares Licht nimmt nur einen kleinen Bereich des elektromagnetischen Spektrums ein, das eine Vielzahl von Wellenarten umfasst. So haben Gammastrahlen beispielsweise eine extrem hohe Frequenz und eine sehr kurze Wellenlänge. Im Gegensatz dazu besitzen Radiowellen eine niedrigere Frequenz und eine wesentlich längere Wellenlänge. Jede Farbe des sichtbaren Lichts entspricht einer bestimmten Frequenz des Gesamtspektrums. Die Ermittlung dieser Frequenzen gelingt mit Hilfe eines Spektrometers. Violettes Licht hat die kürzeste Wellenlänge und die höchste Frequenz, die das menschliche Auge wahrnehmen kann. Im Gegensatz dazu hat rotes Licht die längste Wellenlänge und die kürzeste Frequenz, die das Auge wahrzunehmen vermag. Manchmal verhält sich Licht eher wie ein Teilchen als eine Welle, besonders wenn es mit Atomen in Wechselwirkung steht. Ein Atom ist in der Lage, eine bestimmte Lichtmenge zu absorbieren. Diese Lichtmenge bezeichnete Max Planck als Lichtquanten. Da die Wechselwirkung zwischen Welle und Atom eine bestimmte Energiemenge benötigt, kann man daraus schließen, dass Licht Teilcheneigenschaften besitzt. Diese Teilchen nennt man Photon. Atome im angeregten Zustand sind in der Lage, überschüssige Energie in Form von Photonen abzugeben bzw. zu emittieren. Anhand der Frequenzbestimmung von Photonen können Wissenschaftler die Art der Atome ermitteln, die diese emittierten, und ob diese Photonen von der Erde oder von der Sonne oder von weit entfernten Galaxien stammen.